Servus, hallo bei Echen TV. Ich bin der Andi, ich begrüße dich zu einer neuen Folge Metro Simulator. Wir sind hier wieder auf der neuen Map unterwegs. Wir sind jetzt hier in Epping, oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Also, das ist doch hier schick gemacht, muss ich sagen, die Brücke hier. Gut, schauen wir uns mal den Zug an, mit dem wir heute unterwegs sind. So ein Londoner Zug. Da hinten ist auch so ein ähnlicher Zug. Und wir haben noch Rot. Deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit. Labern. Ne, die wollen wir nicht. Okay, jetzt haben wir Grün. Jetzt können wir schließen. Ne, jetzt sind wir richtig gut. Auch wir abfahren. Ich freue mich hier auf die neue Map, auf die neue Linie. Wir werden uns hier nochmal in der nächsten Folge nochmal eine Linie angucken. Ich finde hier diese Zukunft ein bisschen blöd. Man hat hier, hier finde ich, man hat nicht so die Sicht wie jetzt in den anderen Zügen. Ja, schöne Brücke. Das ist ein Unterteil der Map, aber ich glaube, wir enden dort, wo wir es erstmal geendet sind. Wenn ich es richtig mich erinnere. Ihr wisst ja, das Spiel ist Beta, das Spiel ist kostenlos. Also, wir dürfen nicht alles hier erwarten, einfach, sondern froh sein, was es gibt. Häuschen. Was ist los? Schicke Zaun. Eigentlich wir sind jetzt hier auf eine andere Teil der Map, aber ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, wir enden da, wo wir jetzt mal geendet sind. Also wir haben Grün. Und Gelb. Oh, hier sieht es aber schon ein bisschen anders aus, aber diese Linie hier. Okay. So bloß es war schon. Nee. Ich dachte schon. Schauen wir uns gleich mal an, wo wir sind. Wir öffnen die Türen. Please mind the gap between the train and the platform. North Wild. Interessant. Es ist plötzlich irgendeine Ansage war, hat mich jetzt total überrascht. Muss ich euch echt sagen. War ich total überrascht. Ich würde sagen, springen wir ins Fahrzeug, wir schließen. Ist das zu? Wir auf den falschen. Ja, okay. Weil entweder 1 und 2 sind die Führerstände. Jetzt war ich im falschen Führerschein drin und hab ich gewundert. Wie in der letzten Folge erwähnt, ist ja ein neues Update rausgekommen mit dieser neuen Map hier. Und wie ihr wisst, das Spiel ist ja für
0 Euro zu haben, also kostenlos. Okay, das war jetzt nicht die Basis, mein Videobearbeitungsprogramm. Schau mal. Ist halt so eine ländliche. Also das haben wir letztes Mal schon gesehen, jetzt sind wir gleich am Ende. Ne, wow, nicht. Scheiße. Ich weiß nicht gebremst, ich hab da gebremst gehabt. Okay, liebe Leute, es tut mir echt leid, dass ich alle Stelle verpasst habe. Ich will nochmal kurz gucken, wie die Haltestelle hieß. Einfach aus Neugier. Black Hell. Ach, die kam ja schon vom letzten Mal. Okay, das heißt, wir sind wirklich jetzt gleich am Ende. Nicht mehr. Ich probiere mal so, wenn ich fahre. Sorry, Leute. Aber die nicht kaputt hab. Wo sie über die beiden Linien jetzt aufeinander gekommen sind. Interessant. Okay, jetzt ist hier alles auf grün. Ja, ein ganz anderes Fahrzeug als das letzte, so hat das Bus hat nicht so viel Power wie jetzt dieser Bus oder diese Fahrzeug. Okay, jetzt ist es mit. Okay. Ich bin ein bisschen langsamer. Schauen wir mal, welche Gleise wir jetzt geleitet werden. Ab wieder auf das vom letzten Mal. Interessant. Ja, ist. Nur eins ist jetzt nicht unbedingt realistisch, das verstehe ich so ein. Ach, doch, jetzt verstehe ich. Okay, jetzt verstehe ich. Warum hier die breiteren, die schmaleren Schienen sind. Wahrscheinlich sind hier auch. Ich sehe es jetzt zwar nicht, aber sie sind hier auch Stromabnehmer verbaut. Weil sonst könnte dieses Fahrzeug ja gar nicht fahren hier. Okay. Gut, ihr Lieben. Ich bitte um Entschuldigung, dass es nochmal eine kurze Folge war heute.
Wir werden wahrscheinlich nochmal eine Folge machen. Ihr habt jetzt die Woche einfach dann viel Metro-Simulator, aber es ist für mich jetzt einfach durch die Situation mit meiner Oma einfach am einfachsten aufzunehmen. Und dann habt ihr wenigstens etwas Content. Dann habt ihr einfach nochmal Lotus gehabt und noch einfach nochmal ein bisschen Metro-Simulator. Ich hoffe, das stört euch nicht wirklich. Okay, bis zum nächsten Mal. Servus, euer Andi. Macht's gut.